Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Lies of the Plasinga-Reihe. Mein Name ist Swati und ich heiße euch herzlich willkommen in Veninis Werken. In der letzten Episode haben wir eine kleine Farming für ja, halbe Stückchen eingelegt, um ein bisschen zu leveln, damit wir es einfacher haben, damit wir auch gut was tragen können und auch unsere physischen Werte erhöhen, haben wir Max Ladung erhöht. Wir haben unsere Waffe auf Stufe 3 gebracht und haben eine solide Waffe für dieses Gebiet bei uns. Ja, und damit werden wir eigentlich mit mehr oder weniger ohne Probleme durch das Gebiet hindurchkommen und auch den Boss besiegen. Wichtig, benutzt bitte keine Wurfgegenstände, bis ich sie euch sage, denn wir werden erst später einen Händler freischalten, wo wir dann praktisch unbegrenzt, das heißt praktisch, theoretisch unpraktisch, unbegrenzt Wurfobjekte kaufen können und bis dahin sind sie noch begrenzt zur Verfügung, aber sie erleichtern uns deutlich die Kämpfe gegen Bosse und deswegen nicht benutzen. Hier bitte nicht mittig laufen, denn sonst fallt ihr hinunter. Es ist nicht schlimm, wenn ihr runterfallen solltet, also absolut nicht schlimm, ihr könnt dann euch einfach durchkämpfen, aber von oben der Weg ein bisschen einfacher. Wir erhalten auch noch versteckten Mondstein. Und in dieser Episode bekommen wir unsere finale Waffe. Und zwar unsere, ja, Kopf einer großen Rohrzange heißt die Waffe, glaube ich. Also praktisch eine Rohrzange, die wir dann an den Polizeiknüppelgriff ranmachen. Dann haben wir eine Rohrzange an einem Polizeischlägergriff und prügeln dann wirklich die ganzen Schrauben aus den Puppen heraus, alle mechanischen Teile und hauen den Gegnern ordentlich einen auf den Dötz. Und also die Waffe macht viel Spaß. Wie bin ich zu dieser Waffe gekommen? Ja, ich habe mich einfach auf TikTok, Twitch, YouTube getrieben und habe bei einigen gesehen, dass diese Combo ziemlich stark ist. Und da habe ich versucht, damit das Spiel durchzuspielen und es war relativ einfach. Und habe mir gedacht, hey, man muss eigentlich nur einen guten Schlag landen beim Boss und der Bosskampf ist praktisch vorbei. Also wir werden wirklich Bosse fast one-shotten. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist doch eine gute Waffe für einen Guide und habe mich entschieden, mit dieser Waffe einen Guide zu machen, welche auch funktioniert. Das ist eine bekannte Waffe, also eine bekannte Combo. Es gibt auch noch eine Waffe, die wir dann später finden, so eine riesige Puppenwaffe. Die kann man ebenfalls auf den Polizeigriff draufpacken. Aber die Kombination aus den zwei hat mir nicht so gefallen wie mit der Rohrzange. Und ich finde die Rohrzange einfach perfekt. Und naja, wir werden ja dann in dieser Episode sehen, was die Waffe so drauf kann. Also, was die uns so bringt. Ja, und unser Elektro-Spulenstock hier, was wir besitzen, ich nenne es einfach Elektroschläger jetzt, bringt uns auch schon gute Vorteile. Wir haben hier den Gegner besiegt. Wir müssen ihn in Anführungszeichen besiegen für den Legionskaliber. Damit upgraden wir unsere Pumpenschnur später, beziehungsweise auch unser Schild, welches wir in dieser oder nächsten Episode dann auch bekommen und craften können, also zusammenbauen können. Wichtig, den Schmetterling hier für die Entschlossenheitskurbel besiegen. Praktisch die Crystal Lizards, wie schon erwähnt, in Lies of P. Warum Entschlossenheitskurbel? Ganz einfach. Ich hatte ja erwähnt, dass man Waffen zusammenbauen kann. Wir werden in dieser Episode unsere Hauptwaffe zusammen craften, also herstellen. Und dafür kriegen wir eine Trophäe erstens. Zweitens, wir haben ein Entschlossenheitsbild. Das heißt, wir wollen, dass unsere Waffe auf Entschlossenheit stärker skaliert. Und das schaffen wir, indem wir mit dieser Kurbel den Griff auf Entschlossenheit durchwirken, praktisch neu schmieden, sodass die Attributskalierung der Waffe sich erhöht und wir mehr Schaden austeilen. Und ja, nehmt euch in Acht vor dem Feuerball. Ihr könnt den Feuerball auch nutzen, um den Gegner hier, ja, zu besiegen, beziehungsweise den Feuerball für euch arbeiten zu lassen. Und ihr bekommt auch die ganzen Ergo-Fragmente
für das Besiegen. Das heißt, der Feuerball, der übernimmt die meiste Arbeit. Vorne haben wir rechts eine Abkürzung, die wir dann freischalten werden. Und wir werden hier noch einen Ethiker besiegen. Und ja, dieses Gebiet ist schwierig. Also als ich zum ersten Mal blind war, war es fast die Hölle. Das Gebiet hat mich ziemlich aufgeregt. Blind durch Lauf. Ich habe mich auch entschlossen, in die Giftgebiete hier reinzugehen. Unten gab es ja auch noch ein Seitengebiet und bin da so oft gestorben. Also ihr müsst wirklich nicht dorthin. Wenn ihr die Abkürzung freigeschaltet habt, könnt ihr hier zurücklaufen und seid wieder am Stargazer, wo wir dann praktisch hochgelaufen sind, den Feuerballweg hinauf. Das heißt, falls ihr sterben solltet, könnt ihr die Abkürzung nehmen und wieder zurückfinden. Wir besiegen hier die Puppe, drehen uns um, sind dann hier. Ihr könnt hier auch noch die Abkürzung runterlassen, wenn ihr möchtet. Aber wichtig ist eigentlich nur das Ergo-Fragment. Den werden wir auch besiegen. Beim Blind-Durchgang habe ich ihn, glaube ich, ein paar Mal versucht und habe es dann gelassen, da ich nicht wusste, dass man den Sumpf abstellen kann. Also ich habe beim ersten Mal Blind-Durchspielen das Seitengebiet nicht gefunden, wo ein Hebel ist, wo wir dann einfach das Gift abstellen können. Schön die Deckung hochhalten. Hier kommt ein Gegner durch die Wand. Dann die Gruppe einmal backsteppen. Und das war's. Abwarten, wir müssen hier einmal komplett hindurch, denn in der Truhe ist eine Waffe und wir müssen, wie bekannt, jede einzelne Waffe einsammeln für eine Trophäe. Leider müssen wir nicht jedes Amulett einsammeln. Ja, wir sammeln viele Amulette ein, also auch von den meisten Gebieten zeige ich euch praktisch eigentlich immer alles. Das heißt, ihr könnt euch auch entscheiden, was ihr für Amulette tragt. Ihr könnt auch ein komplett anderes Bild bauen, was ich baue. Das sage ich ja eigentlich bei allen meinen Guides. Ihr könnt euch, ihr möchtet, hochleveln, durch überfarmen. Das heißt, ihr könnt auch mehr als 20.000 farmen, die wir letztendlich wurde gefarmt haben. Ihr könnt dann alles auf Stufe 30 bringen, das ist das Ziel, dass wir alles auf Level 30 haben. Ihr könnt theoretisch dort stundenlang fahren, alles auf Level 30 bringen und das Spiel in super easy Modus durchspielen. Wenn ihr die Zeit dazu habt, könnt ihr es gerne machen. Aber ich will auch ein bisschen effizient sein, also auch zügig mit das Spiel vorankommen. Denn wir wollen ja die Platin-Trophäe haben. Ja, hier links ist ein Elite-Gegner, den wir bekämpfen werden. Und da hinten ist auch die der Hebel für den Sumpf. Das heißt, wir werden dann das Gift wegbekommen. Ja, wir haben auch noch mit Fuchs und Katze gesprochen. Wichtig ist, dass ihr das Item kauft. Fuchs und Katze sind so teils freundlich, teils nett, so 50-50. Denn wir können uns entscheiden, ob wir mit ihnen gut sein möchten oder nicht. Dazu dann später mehr. Ich werde mit ihnen gut sein, also ich habe keine Lust gegen die zu kämpfen, obwohl die eigentlich nicht so schwer sind. Genau wie benutzen die drei Faltigkeitsschlüssel, um die Tür zu öffnen. Dann haben wir hier hinten noch Ampulle und sind dann hier, können wir auch noch eine Abkürzung freischalten. Ich weiß nicht wozu. Das ist dort, wo wir den Container praktisch durch den Boden gejagt haben und der Schildgegner war. Ja, die drei Faltigkeitsschlüssel. Wir werden auch die kritischen Gefäße noch bekommen und Benini abgeben, um weitere Schlüssel zu bekommen, also zu finden und die ganzen drei Faltigkeitstüren zu öffnen, um auch am Ende eine Trophäe zu bekommen. Und das Wichtige ist Barts, also das ist der Hauptgrund, warum wir jetzt hier aufgemacht haben. Und Quarz, und wir haben unseren Look geändert. Ich werde auch in den nächsten Folgen, glaube ich, meinen Look öfters abändern. Das heißt, nicht wundern, wenn ich jetzt so anfangs immer einen anderen Look haben sollte. Wie gesagt, ihr könnt auch mit Eselsmaske spielen. Manche Cinematics sind dann einfach nur lustig zu beobachten. Vor allem die letzten
Cinematics, wo es eigentlich, naja, es passt einfach nicht mit einer Eselsmaske, aber wie ihr wollt, wir laufen dann hier einfach weiter. Wir können auch mit dem Standard-Skin spielen. Und zwar öffnen wir ganz schnell die Tür, bekommen Iframes, das heißt, wir sind für eine kurze Zeit besiegbar. Ja, was ich hier versuche, den Elite-Gegner zu dem Gang mit dem Feuerball zu locken. Es funktioniert, mir ist es schon mal gelungen. Und dann können wir uns den Feuerball zunutze machen, um den Elite-Gegner zu besiegen. Das Problem, ich bin gestorben. Also hat es nicht so gut funktioniert wie gedacht. Ich bin wieder zurück und wir werden den Elite-Gegner so besiegen. Einfach Abstand halten, immer wieder einen schweren Angriff reinhauen. Vor seinem roten Angriff euch in Acht nehmen, Abstand halten und die Zeitfenster abwarten. Dann könnt ihr, wenn ihr genug Fabel habt, eure L1 Dreieckfähigkeit benutzen, ihn außer der Haltung schlagen und dann auch besiegen. Und wir erhalten 1200 Ergo, wir erhalten ein Amulett und auch Upgrade-Materialien und wir kriegen noch Feuerschaden. Wir kriegen alles. Und hier betätigen wir den Hebel und beseitigen das ganze Gift. Ich habe gesehen, die ganzen Puppen leben noch. Und der Elite-Gegner ist nicht so schwer, wie ihr gesehen habt. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt bis nach hinten hinlocken. Könnt ihr versuchen, wenn ihr möchtet. Falls es euch gelingt, könnt ihr es da auch in die Kommentare schreiben, dass ihr es geschafft habt. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin auf dem Weg dorthin vom Ball überrollt worden. Dann wurde ich vom Elite-Gegner verprügelt. Ja. Dann laufen wir in den Raum, nehmt euch in Acht von den zwei Punkten, die hinunterfallen. Und ja, falls ihr keine Ressourcen haben solltet, das heißt, ihr wirklich nichts zum Heilen habt, sehr wenig Leben, heilt euch. Einmal hier auch durchklicken, die Notiz. Denn wir werden in, hier runterspringen und einen menschlichen Gegner bekämpfen, der es in sich hat, wenn man ihn zum allerersten Mal bekämpft. Und wenn ihr sehr wenig Leben habt, geht hinauf. Also klettert hoch, wartet, skippt den Teil, wo ich jetzt den Gegner hier besiege. Wir werden bekommen von ihm eine Geste, deswegen müssen wir ihn besiegen. Denn wir können eine Brücke freischalten, die uns hierher führt, also praktisch den Weg ziemlich verkürzt. Hätte ich wohl erst freischalten sollen, dann hier runter gehen sollen, aber ich habe es jetzt im Commentary gesagt. Das heißt einfach abwarten, kurz vorskippen, wo ihr hinunter geht. Und dann zeige ich euch, wo die Abkürzung zu finden ist. Ja, beim Gegner, was müsst ihr beachten beim Überleben, denn ihr müsst darauf achten, nicht in die Ecke gedrängt zu werden. Versucht immer mit sich im Raum zu stehen, denn wenn er euch in die Ecke drängt und mit seinen Legen die ganze Zeit unterbricht, kommt ihr nicht mehr raus, steckt fest und werdet natürlich wahrscheinlich sterben. Benutzt schwere Angriffe. Ihr könnt sehen, wenn ihr schwere Angriffe macht, kommt der Gegner gar nicht zum Zug. Und schwere Angriffe laden auch eure Fabel ziemlich hoch, also mehr. Und ihr könnt dann euer L1 Dreiecksangriff ausüben und so richtig einer reinhauen. Und achtet darauf, dass ihr eure Waffe schleift. Ich vergesse es oft. Und ja, das sind böse Kombos, aber wir haben ihn erledigt. Genau, den Stalker versprechen, das ist ein Gruß, welches wir benötigen später. Beziehungsweise um eine Option freizuschalten, diesen zu nutzen. Und ja, wie schon gesagt, alle Gesten erlernen. Genau, wir sind jetzt hier, wo der Feuerball ist. Wir laufen zurück und klettern die Leiter hoch. Das heißt, falls ihr oben dann gewartet habt, zeige ich euch jetzt den Weg zur Abkürzung. Dann könnt ihr wieder herkommen und ihn bekämpfen. Nehmt euch aber immer wieder in Acht von den Puppen, die herunterfallen. Vor uns ist Benini, der wird hier geteased mit seinen zwei Kindern. Mit zwei verschiedenen Kindern. Ja, die Brücke bzw. das Rohr wird runtergelassen und eine Brücke entsteht. Und dahinter ist unser Farming-Gebiet. Dort haben wir in der letzten Episode gefarmt, da ist der Stargazer. Das heißt, ihr könnt von dort hierher kommen, dann
die Leiter hinunterspringen und den Überlebenden bekämpfen. Falls ihr also wenig Ressourcen habt oder hattet. Ja, und meine Waffe ist von der Haltbarkeit kritisch. Und wir werden hier nochmal schön die Gegner besiegen. Wir haben ein scharfes Rohr, das ist auch ein Wurfgegenstand, welches wir dann auch benutzen werden. Den Gegner umlaufen und kritischen Treffer machen. Jetzt wird es sehr kritisch mit der Haltbarkeit. Aber da wir jetzt im Stargazer gehen, halb so schlimm. Also wird die Waffe ja automatisch wieder voll repariert. Also die Haltbarkeit wird komplett wieder aufgeladen. Wir laufen zurück. Wir werden uns mit der Maschine, die hier unten ist, gleich beschäftigen. Wir werden ihn besiegen. Denn wir halten da auch gut Seelen und Quarz. Quarz ist sehr wichtig. Mit Quarz werden wir stärker. Und oben hören wir schon jemanden. Und dort unten ist wieder ein Elite-Gegner. Und hier oben sind Pfade bzw. Wege, Barren, Stahl, Barren, auf denen wir dann laufen können. Das ist Stahlträger. Also Träger, Stahlträger. Und wir sprechen mit Venini. Venini. Ich glaube, Venini ausgesprochen. So, weil später sagt NPC die ganze Zeit, willkommen im Haus von Venini. Und das wird ab einem gewissen Punkt nervig sein, aber ich finde es auch irgendwie lustig. Ja, wir laufen auf den Trägern, Balken, Stahlbalken, Träger, Stahlbalken. Wenn ihr es wisst, schreibt in die Kommentare. Wir sammeln hier die Technikkurbel ein. Damit können wir unsere Griffe mit Technik durchwirken. Und wir verhauen hier den Sprung. Und wir siegen erstmal die Gegner, die am Boden sind, in den Ecken. Ja, unser Ziel ist es eigentlich, die ganzen Gegner hier einmal zu besiegen. Dann können wir von den Balken oben runterspringen auf den Elite-Gegner und ihn praktisch immer wieder in den Sprungangriff reindrücken. Dann wieder hochlaufen, auf ihn springen. Also so können wir den Kampf sehr, sehr vereinfachen. Was mir aber gelungen ist, ja, ich bin gestiegen, habe gegen den Elite-Gegner gekämpft. Das heißt gekämpft, ihn halt hochgelockt und er ist dann einfach gestorben. Also ich glaube, der ist runtergefallen, runtergeglitscht. Und ist dann gestorben. Ihr werdet es dann auch gleich sehen. Dann habe ich einfach die Belohnung bekommen. So ist es natürlich noch einfacher. Aber das Ziel ist es eigentlich, also meine Probedurchgang war so, bin aufgegangen und habe die ganze Zeit Sprungangriffe nach unten gemacht. Ja, da ist Elite-Gegner. Wir laufen an ihm vorbei. Gehen hier auf den Balken. Und normalerweise sollte er jetzt nach unten laufen. Und solange er eben uns hinterher läuft, können wir hier die Notiz durchlesen. Das Gras sieht und dort hinten ist er. Noch am Laufen. Immer noch am Laufen. Also wir hören ihn. Trübes Fragment. Wir besiegen hier den Gegner. Und zack, wir erhalten die Belohnung für das Besiegen des Gegners, also von dem Elite-Gegner. Und ich weiß nicht wie, vielleicht ist der Gegner in den Kessel gefallen in der Mitte und ist gestorben. Also eine Aufnahme hat man es auch nicht gesehen leider. Aber ich schätze mal, was in der Art ist passiert und naja, ich wundere mich, wo der Elite-Gegner ist. Denn beim Aufnehmen ist es mir, glaube ich, erst später aufgefallen. So, Moment mal.
Wo ist eigentlich der Elite-Gegner? Der sollte eigentlich wieder unten sein. Falls es auch bei euch so ist, also könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, ob er bei euch auch reingeglitscht ist oder runtergefallen ist oder ihr auch die Belohnung einfach so bekommen habt. Denn das Ziel ist eigentlich hier dann oben herumzulaufen beim Unter, bringen immer wieder einen Schlag auf den Elite-Gegner zu ja, machen und dann wieder hochzulaufen und das Ganze so lange zu wiederholen, um dann den Elite-Gegner zu besiegen. Denn die ganzen kleinen Gegner haben wir ja beseitigt. Das heißt, sie werden uns dann nicht stören. Dann könnt ihr so eigentlich den Elite-Gegner sehr simpel und einfach erledigen. Und bei mir war es sogar noch simpler. Wir mussten, also ich musste nicht gegen ihn kämpfen. Er ist einfach gestorben. Finde ich gut. Weniger kämpfen, weniger Kopfschmerzen. Denn die Elite-Gegner sind schon sehr eklig, aber es gibt dann auch an einem Punkt, werden wir uns an diesen Elite-Gegner-Art rächen und ihn dann abfarmen, indem wir ihn ja praktisch mehr oder weniger fast one-shotten und in einem Minutentakt erledigen können. Ja, wir sprechen mit Sophia, um uns zu leveln. Wir gehen auf Entschlossenheit und zwar auf Stufe 14. Ja, und damit sind wir wieder gut dabei mit unserem Schaden und gehen wieder zurück in ja, Eingang der Werkstatt. Um den Roboter der Zukunft zu besiegen. Und zwar den, der unten patrouilliert, diese riesige Maschine. Mit der werden wir uns jetzt anlegen. Mit unserer Waffe sollte es eigentlich absolut kein Problem sein. Was ihr machen könnt, wenn ihr nicht genug Fabel habt, um eure Fabelfähigkeit zu nutzen, ihr könnt einfach in den Übungsraum gehen im Hotel und euch die Fabel holen oder ihr besiegt hier die Gegner und ladet eure Fabel auf, wie es euch beliebt. Ihr müsst sie nicht bekämpfen, ihr könnt auch einfach hinunter, also die Leiter hinunterklettern. Ich denke mir, ich nehme die paar extra Ergo mit. Und werden ihm kritisch eine reindrücken. Sägeblatt, auch ein Wurfgegenstand für zwei Stück. Bekommen. Wir klettern hier einmal hinunter. Hier liegen auch Items rum. Die Items ignorieren wir, die benötigen wir nicht, beziehungsweise die werden wir später einsammeln. Wir laufen zu den Füßen der Puppe der Zukunft. Benutzen unsere Dreiecksfähigkeit und hauen zu. Und Schock ist widerlich. Also darauf ist zu achten. Deine Beine gehen nach oben, ihr geht nach hinten. Wenn ein Fuß hochgeht und er stampfen möchte, dann geht ihr eben an den Fuß, der am Boden ist. Und wenn er seine Arme dreht, das macht ihr bleibt zwischen seinen Beinen. Ja, und wenn ihr ihn dann aus seiner Haltung schlagen solltet, auf sein Knie. Ja, in Skyrim haben wir den Pfeil hier bekommen. Hier bekommen die Roboter den Elektroknüppel auf die Kniescheibe. Also nach dem Kampf ist die Puppe der Zukunft auch nicht mehr bereit, ein Abenteurer zu sein. Aber wie dem auch sei, wir bauen ihn. Also, es ist ein eigentlich sehr einfacher Boss, Mini-Boss, Puppe der Zukunft, um Quarz zu bekommen. Nicht nur Quarz bekommen wir von ihm, er hat auch hier eine kleine Truhe bewacht. Und was finden wir hier? Siehe da eine weitere Waffe. Und zwar haben wir vorne auf der rechten Seite noch ein Item. Das sammeln wir auch noch ein. Genau, versteckter Mondstein. Hier ein zweites Itemchen. Noch ein Ergo-Fragment. Und ja, benutzen unsere Uhr und teleportieren uns zum Hotel. Denn wir haben ordentlich an Quarz eingesammelt. Wir haben wieder gut Ergo beisammen. Wir haben auch Ergo-Container eingesammelt. Können uns wieder gut leveln. Wir können uns dann auch somit gut auf den Boss vorbereiten und wenn wir ein hohes Level haben, bessere Attribute, ist es immer einfacher, den Boss zu bekämpfen, als wenn man schwächer ist. Er macht das Sinn. Also erleichtern wir uns so den nächsten Bosskampf.
im Hotel angekommen, mache ich nichts. Entweder hat mich jemand bei der Aufnahme gestört gehabt, ist jetzt auch eine Woche her. Ja, wir gucken, ob wir eine Schallplatte haben. Wir haben nichts. Laufen dann hinauf und gucken uns um. Laufen hier links hinauf und gehen zu Gepetto, unserem Dad. Und setzen uns auf den Stuhl und werden an unserem P-Organ die Organ umbauen und quasi einfügen. Und zwar haben wir zwei Quads. Und Phase 2 benötigt auch zwei Quads, aber Phase 2 haben wir nicht freigeschaltet. Denn wir müssen erst zwei Phasen in Phase 1 freischalten, um die nächste Phase freizuschalten. Und das zieht sich so hindurch. Wir brauchen immer zwei Phasenaktivierungen, um Phase 2, Phase 3, Phase und so weiter freizuschalten. Und was leveln wir als nächstes hoch? Wir gehen einmal runter, wenn wir Pulszellen erhöhen, 1 schon maximal hochgelevelt. Wir haben hier unten dann noch Farbeslots hinzufügen. Das heißt, damit wir mehr öfters unsere Waffenfähigkeit benutzen können. Dann gehen wir auf tödlicher Angriff, also Farbe, dünnster Angriff verbessern. 1. Und als zweites gehen wir dann auf Gegenstandstyp, das heißt ganz rechts auf die Waage und fügen Wurfobjekt Besitzlimit erhöhen 1 hinzu, damit wir mehr Wurfobjekte zur Verfügung haben, beziehungsweise mehr Wurfobjekte besitzen, die wir dann auf den Gegner schmeißen können. Wir schalten Phase 2 frei, dort steht auch Pulszellen erhöhen 2 da. Das wird dann somit das nächste sein, was wir leveln werden. Wir haben noch Aufsteiger ausweichen, wir haben hier noch Amulettslot hinzufügen, das werden wir auf jeden Fall auch hochleveln, aber dazu dann später mehr. Ja, wir begeben uns dann hier wieder zurück und zwar zu Veninis Werken und widmen uns dem Hauptboss des Gebiets. Beziehungsweise, wir haben noch gut Ergo beisammen, 6600. Wir können unsere Entschlossenheit noch hochleveln und zwar auf Stufe 16. Ja, und dann gehen wir hier einmal auf Veninis Werke. Da geht er teleportieren. Veninis Werke, Venini Werke, Kontrollraum. Und porten uns dorthin. Hier gibt es auch mal Tipps. Störung tritt auf, wenn sich Störungsschaden aufbaut. Wenn sich die Störungsanzeige vollständig füllt, stirbt dein Charakter sofort. Das ist praktisch in Dark Souls. So. Das schlimmste Status-Effekt. Der schlimmste Status-Effekt im Game. Ja, wir laufen wieder auf den Balken Richtung Boss. Hier könnt ihr einen Safety-Safe machen, um keine Ressourcen zu verschwenden. Ich habe euch gezeigt, wie ein Safety-Safe funktioniert. Und beim Safety Safe geht ihr auf die Einstellungen, das Spiel verlassen, dann Spiel beenden, hochladen, dann einmal wieder runterladen. Also hochladen, dann runterladen, genau. Und wir rüsten Wurfobjekte aus. Wir schauen, ob wir auch richtige Amulette dabei haben. Ja, reduzierte Waffenhaltbarkeit brauchen wir jetzt nicht. Wir haben hier einen Konverter, der unsere Feuerresistenz erhöht. Das rüsten wir auf jeden Fall aus. Und ja, dann sind wir so ziemlich tanky unterwegs. Rüsten dann hier unsere Wurfzellen aus. Genau. Thermit bringt nichts, denn der Gegner, den wir bekämpfen, brennt. Wichtig sind die Wurfzellen, aber unsere Waffe verursacht ja auch Blitz. Also es ist nicht so schlimm, falls ihr keine Wurfzellen besitzen solltet. Worauf ihr am
meisten achten solltet, ist, dass der Gegner wirklich ausweichen kann. Das heißt, wenn ihr ihn beschmeißt, springt er hin und her. Da ist ein praktisch ein wandelnder Ofen mit einer Kanone, mit der er auch auf uns schießen kann. Flamme des Königs Koko. Ja, wir beschmeißen ihn mit unseren Wurfzellen. Drei Stück reichen aus, um den Blitzschaden zu treffen. Beziehungsweise ihn mit Blitzschaden zu bewirken. Und dann benutzen wir auch unsere Waffenfähigkeit, um mehr Blitzschaden auszuteilen. Genau, worauf müsst ihr beim Boss achten? Seid immer hinter ihm. Bei seinem Sturmangriff geht nicht vor ihm an der Seite. Des Weiteren macht er einen Angriff wie hier. Ihr könnt euch dann hinter den Säulen verstecken oder euch einfach schnell hochheilen, wenn ihr den Statuseffekt Heal habt. Und das meine ich mit hin und her springen. Dort sind meine Wurfgegenstände ins Nichts gegangen und wieder in dem Nichts. Steckt euch einfach hinter der Säule und wartet, bis euer Gespenst die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann haut ihr schwere Angriffe drauf und steht immer seitlich oder hinter dem Boss. Sein Schwingerangriff wird euch nicht treffen, wenn ihr hinter ihm steht. Sein 360-Grad-Schlag schon, nehmt euch davon acht und beim Flammenwerfer einfach Distanz aufbauen, euch hochheilen und dann warten, bis euer Gespenst wieder die Aufmerksamkeit auf sich zieht und das war es dann auch schon. Also der Boss ist wirklich nicht schwer mit dem Gespenst und mit Wurfzellen. Und benutzt auf gar keinen Fall die Ergo-Container der Bosse. Ja, falls ich das nie erwähnt habe, nicht die Ergo-Fragmente der Bosse benutzen. Denn die werden wir in Waffen umwandeln. Ja, nicht Ergo-Fragmente der Bosse benutzen. Auf gar keinen Fall. Normales Ergo-Container, ja, aber nicht die Boss-Ergos. Ja, ich habe auch gesehen, ich habe nie die Boss-Ergos benutzt. Ja, ihr seht mich auch nur immer in das normale Ergo benutzt. Ich hoffe, ihr habt noch kein Boss-Ergo benutzt. Wenn wir haben, glaube ich, nur ein Boss-Ergo bis jetzt eingesammelt. Genau, das heißt, ihr könnt theoretisch nur einen genutzt haben. Und zwar von dem Bossgegner im zweiten Gebiet. Aber das ist nicht so schlimm, ich spiele das Spiel eh zweimal durch. Das heißt, nicht so tragisch, ihr werdet die Bossseelen eh doppelt besitzen. So gut wie doppelt von jedem Boss. Aber dennoch nicht benutzen. Also wir werden die ganzen Bossseelen bis auf eine, die werden wir gegen ein Amulett tauschen. Gegen Waffen tauschen, genau. Nehmt euch acht, hier einmal wieder zurück. Und den Gegner hier, der sich von hinten anschleicht, wegzuhauen. Und die Mistgabel-Schwingerpuppen zu hindern, dass ihr dann Schaden bekommt, wenn er gegen das Pulverfässchen dort hinein stürmt. Ja, wir laufen hinunter in die Mine. Mal meine Maus an. Akku fast aus ist. Laufen hier oben auf der Plattform weiter. Erledigen hier die ganzen Bosse. Und hier wird uns wieder ein Elite-Gegner, ein Elite-Feuergegner, ja, Hallöchen sagen. Und ich hasse Gegner, die Sachen auf uns werfen. Also nehmt euch da wirklich in Acht. Das sind so mit die nervigsten Gegner und Gegner, die auf uns schießen. Da werdet ihr euch noch freuen. Es gibt Gegnertypen, die sehr nervig sind. Und ja, wir haben ja noch eine Legionswaffe, die können wir auch öfters nutzen. Also benutzt die Legionswaffe, die Puppenschnur, die wird sich ja so wieder auffüllen. Wir haben ja Venini getroffen und hier ist auch unsere Rohrzange, unsere Hauptwaffe. Damit haben wir unsere OP-Waffe eingesammelt. Und werden dann in der nächsten Episode mit der Rohrzange den Gegnern so eine auf den Dötz hauen. Es wird, oh ja, es wird ein Fest, es wird sehr viel
Laune bereiten, die Gegner wirklich zu verprügeln. Denn der ein oder andere Gegnertyp ist wirklich sehr lästig, sehr nervig. Wenn man dem einen oder anderen dann auch eine auf den Dötz hauen kann, und zwar ordentlich mit Wucht, da geht es einem deutlich besser. Denn als ich Blind Light Speed gespielt habe, hat mich der ein oder andere Gegnertyp wirklich ja, zur Weißglut gebracht. Da ist es von Vorteil, mit einer Rohrzange beim zweiten, dritten Durchgang den Gegnern eine reinzuhauen. Ja, hier ist ja Elite-Gegner, gegen den haben wir jetzt schon dreimal gekämpft. Elektrizität, schwerer Angriff auf Abstand, schwerer Angriff, noch ein schwerer Angriff und noch einer. Und noch ein vierter. Nehmt euch in Acht vor dem Schlag. Wenn ihr einmal am Boden liegen solltet, kann dieser Elite-Gegner euch dauerhaft am Boden halten mit seiner Schaufel. Und das ist wirklich eklig. Krieger-Amulett, damit erhöhen wir unsere Tragelast. Auch wichtig, wir werden auch sogar eine stärkere Variante des Krieger-Amuletts finden, um noch mehr zu tragen, um leichter zu werden. Sehr praktisch, denn wir werden sehr schwere Rüstungsteile tragen, die ganzen Stoffe, beziehungsweise, das sind so Platten, ich nenne sie Platten, ich nenne sie einfach Platten, sehen halt aus wie Platten, und damit werden wir sehr tanky. Als Venini. Ja, Venini. Ja, richtig ausgesprochen. Ja, wir erhalten Schleifstein-Modifikation. Damit können wir unsere Waffe durchwirken mit Feuer, mit Blitz, mit allen Schadenseffekten, die ihr euch ausdecken könnt. Fühlt euch frei. Pulcinella, wer das ist, kurz ansprechen. Wir erhalten eine Geste Prallen. Und alles, was so blau markiert ist, einfach durchklicken, erfahrt mehr über die Story, Hintergründe von Venini, was er ist, wer er ist, was er macht, wieso er hier ist, und wir können hier an der Werkstatt unsere Waffen verbessern, unsere Waffen herstellen. Dafür brauchen wir Legionsstecker und damit können wir dann verschiedene Arten von Legionswaffen bauen. Ja, die Flammenberge ist ein Flammenwerfer. Wir haben dann eine Waffe, die wir dann in den Boden schlagen können. Und die Flammenberge stellen wir auch her. Wir haben Fulminis, wir haben Aegis, wir haben Falkenauge. Und ich glaube, im zweiten Durchgang benutze ich Falkenauge. Einfach eine Kanone, die ihr auf die Gegner schießen könnt. Recht lustig. Und ja, warum Fulminis, also die Flamme? Wir werden im nächsten Gebiet gegen Zombies spielen. Ihr könnt dann, wenn ihr möchtet, ja, unsere Flammenlegionswaffe nutzen. Müsst aber nicht. Genau, hier Rüstungsgegenstände. Wichtig, wir sammeln hier Fütterungen. Also für mich sind es, ja, also doch Fütterungen. Wenn man so aufs Bild schaut, ist ja auch eine Puppe. Macht Sinn. Später haben die eine Ähnlichkeit mit einer Platte, Stahlplatten, die man sich ja, zum Ausrüsten, zum Stärker machen tragen kann, aber egal, wir leveln unsere Rohrzange hoch, das ist das Wichtige. Wir haben von Venini eine Geste erhalten, das ist auch wichtig. Bei Pulcinella haben wir ein paar Gegenstände gekauft und hier bauen wir unsere OP-Waffe, Rohrzangenkopf. Und als Griff nehmen wir Knüppel der Gradpolizei und diverse Möglichkeiten in der nächsten Ehe ist freigeschalten. Unsere OP-Waffe, die werden wir dann mit Entschlossenheit hochleveln, beziehungsweise mit Entschlossenheitskurbel mit Entschlossenheit durchwirken. Ihr könnt rechts sehen, Entschlossenheit geht von B auf A. Das heißt, das Scaling steigt, wir machen zusätzlichen Schaden. Physischer Angriff 256 plus 10.
Und ja, wir rüsten unsere Rohrzange aus. Und ich zeige euch dann auch im Übungsraum, was die Waffe so drauf kann. Also, die hat es wirklich in sich. Die knallt so richtig rein. Und zwar die Dreiecksfähigkeit. L1 und Dreieck verstärkt unseren nächsten Angriff. Dreieck ist ein normaler Schlag. Wir können Dreieck gedrückt halten und aufladen. Einen Superschlag macht, der 1747 Schaden macht. Wir können unseren Angriff mit L1 Dreieck verstärken. Dann unseren Angriff aufladen und draufhauen. Dann machen wir 2664 Schaden. Wir können unsere Waffe mit Flammen durchwirken, verstärkten Angriff machen und einen aufgeladenen Schlag machen. Dann machen 3100 Schaden. 3200, 3300 und weiter. Also, ihr seht schon, Stufe 3 und wir drücken in Puppe ordentlich einen rein. Also, es ist wirklich eine super starke Waffe. Wir können uns theoretisch noch leveln. Wir haben genug Ergo und hier können wir Schleifstein wechseln gehen und auch Blitz nehmen. Das Blitz stark gegen Puppen, Feuer stark gegen Kadaver, gegen die wir dann im nächsten Gebiet kämpfen werden. Und ich habe, glaube ich, auch jetzt mein Ergo gesehen und wir werden mal leveln, Entschlossenheit hoch leveln, um nochmals mehr Schaden zu machen. Und ihr seht schon, wir haben eine super starke Waffe. Wir sind jetzt in Kapitel 4 und der Spaß beginnt erst jetzt. Also richtig, und wir hauen den Bossen einer rein. Ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch. Es macht sehr viel Spaß, dem Bild, glaubt mir, den Gegner wirklich fast zu one-shotten. Genau, ihr könnt die Flammenlegungswaffe nehmen, wenn ihr möchtet, um Flammenschaden zu machen oder Puppensturmle Gegner an euch heranzuziehen, wie ihr möchtet. Ich bedanke mich fürs Einschalten und Zuschauen. Das war's dann auch mit dieser Episode. Im nächsten sind wir in Kapitel 4. Ich bin's, euer Swarty. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen.